und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ihr seid gerade die Augenbrauen so hochgesunken. Ja, es ist bei euch Mittwoch, bei uns ist Samstag. Samstag, der 31. Oktober, um es ganz genau zu nehmen. Und ich dachte, wir plaudern mal wieder nett miteinander. So witzig, wenn du sagst, wir plaudern nett und du nur plauderst. Ja, ich wollte euch was erzählen. Ich weiß es nicht, ob es ein Asperger-Thema ist oder ob das ein Thema bei mir ist. Ich werde es jetzt mal trotzdem erzählen und mal, dann könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch kennt. Also, ich hatte einen Unfall. Ja, also besser gesagt, auf mich ist was draufgefallen. Das klingt jetzt irgendwie... Ja. Also vor kurzem war ich bei meinen Zweiteltern, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, genau. Ja doch, 3 Wochen. Gestern ist 3 Wochen, es war am Freitag, dem 9. Oktober. Ja, und dieses eine Mal kann ich total genau sein, deswegen, ich koste es aus. Und ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass ich mit meiner Zweitmutter am ihrem Fernseher mir mit dem Amazon Prime Stick was angucken wollte. Und dann bin ich ja hinter den Fernseher gekrabbelt und dabei ist dann von ihrer Stereoanlage eine Glasscheibe hat sich abgelöst und die ist mir volle Kanne auf den Fuß geflogen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Asperger-spezifischen Thema. Mal abgesehen davon, dass ich kein räumliches Sehen habe, sonst hätte ich gewusst, dass da nicht so viel Platz wäre. Aber gut, das lassen wir jetzt mal das lassen wir dann mal. Ja, aber was ich meine ist, ich habe gutes Wundfleisch. Also wenn ich einen Kratzer oder irgendwas habe, das heilt bei mir unfassbar schnell. Ne? Das ist unglaublich. Mama, nicken hört keiner. Das ist bei uns so nicht im Video, wenn du nickst so am Rande und der anderen das nicht hört. Das hört keiner. Keiner kann nicken hören. Aber ich habe unfassbar schlechtes Heilvermögen, wenn es um blaue Flecken und so geht. Also und um Zerrungen. Also mein Fuß tut unfassbar weh. Ich habe echt so das Gefühl, das ist maximal eine Woche her. Jetzt ist es aber schon 3 her. Ja, da kann man schon schockiert sein, ne, Leo? Und ja, und ich hatte schon immer ganz eine schlechte Wundheilung, wenn es um so blaue Flecken oder um Zerrungen oder um Prellungen. Oder ich habe mir meinen Arm wund geschrubbelt, wegen der Berührung. Das habe ich nicht ertragen und dann habe ich so lange daran rumgerieben, bis mein Arm total wund war. Und da hatte ich dann eine Nervenreizung und das hat auch ewig gedauert, bis das wieder in Ordnung war. Und ich habe so das Gefühl, also meiner Beobachtung nach, wenn ich meine Mutter jetzt als Fallbeispiel nehme, meine Oma darf ich nicht nehmen, die ist wie Unkraut. Meine Oma, die ist so, gefühlt könnte morgen ein Atomkrieg losgehen. Und ich bin mir sicher, es überleben bloß Twinkies, Schaben und meine Oma. Die ist wirklich hardcore. Ich meine, die Frau, die hat sich schon mal, ich weiß nicht mehr, was es war, aber die hatte an ihrem Handgelenk hier was. Und es musste operiert werden. Da hat meine Oma gesagt, ja, da reicht eine örtliche Betäubung. Da gucke ich zu. Ich habe mir die Zähne ziehen lassen und habe die Vollnarkose gebraucht. Also meine Oma ist echt hardcore. Das ist, ja. Ja, und auf jeden Fall war es dann, also wenn meine Mom zum Beispiel sich jetzt einen blauen Fleck holen wird, der ungefähr so groß ist, dann würde sie spätestens nicht mehr spüren, wenn der dann so ist. Ich habe das Gefühl, ich spüre den blauen Fleck sogar noch, wenn er nur noch so ein Stückchen ist. Ich habe so wirklich das Gefühl, selbst wenn der letzte kleine Zipfel nur noch da ist, spüre ich noch den blauen Fleck, als sei da gerade erst drauf geschlagen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das normal ist. Also ich habe das, ich renne jetzt schon seit Tagen so, jetzt für alle Fußfetischisten, ich renne seit Tagen mit einem Dreifachverband rum. Da ist
einmal, da ist ein weißer Verband drunter, da ist noch so eine Stine, da ist dann nochmal ein weißer Verband und dann noch der blaue drumherum. Und selbst jetzt fange ich wieder an, normal zu versuchen zu laufen und ich sag euch, das tut weh wie Sau. Am liebsten will ich es gar nicht tun, aber ich will nicht Mama gegenüber zugeben, dass es so weh tut. Ich will nicht, dass sie Wenn es denkt, ich jetzt zu viel bin. schon, ich würde sagen, mehr Und wehtun. Mama meint dann, ich soll es nicht so viel schonen, aber ich habe so das Gefühl, das ist noch nicht so viel geschont. Aber ich werde da nicht mit dir drüber streiten. Ich auch nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Ich merke aber auch an anderen Sachen, dass ich empfindlicher bin als früher, also bevor der Asperger ausgebrochen ist. Früher konnte ich in der Badewanne liegen, die hat gedampft. Ich meine es jetzt nicht als Metapher, ich habe wirklich in Badewanne gelegen, die haben gedampft. Heutzutage habe ich so das Gefühl, dass wenn die Badewanne nur 1 Grad zu viel hat, sterbe ich halt drin. Vor ein paar Wochen lag ich in der Badewanne und da war das Wasser ein bisschen zu warm. Ich war kurz vor dem Kreislaufkollaps, kein Witz. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich kipp gleich weg. Aber es ist auch bei Kälte irgendwie nicht mehr das, was es mal war. Ich werde Und halt ist es der Asperger oder ist es was anderes? alt. Ja, das hat ja was mit der Wahrnehmung zu tun, bitte. Ich weiß es, ehrlich, ich weiß Vielleicht es. kriegst du einen Tipp. Ja, deswegen habe ich ja mich entschieden, das mal zu fragen. Andere Also. Asperger, vielleicht da draußen, kennt ihr dieses Phänomen? Weil ich merke auch, dass mir dieses Jahr, nee, eigentlich ist mir jetzt nicht mehr so kalt. Also die ersten, ja, ich glaube, das war, weil es so plötzlich war. Die ersten Tage vom Winter war, habe ich ja gefroren wie Espenlaub. Aber ich war nicht in Espen. Video drehen, dass sie Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das mal fragen, ob ihr das auch kennt oder ob ihr das auch schon mal hattet. Habt ihr auch das Gefühl, dass das sozusagen blaue Flecken oder unterirdische Wunden trifft es wahrscheinlich am besten, dass die länger brauchen, bis sie verheilen, als wartet, entschuldigt, ich habe hier gerade, ich habe, ja. Entschuldigt. Oberirdisch sind, also Sachen, die selbst wenn eine blaue Fleck nicht mehr sichtbar ist, so dass es dann immer noch weh tut, weil ich habe langsam das Gefühl, ich kriege einen Knall. Und ich habe einen Knall. Sage ich jetzt nicht zurückgezogen, weil man sollte nie eine Vorlage anderen liefern. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Phänomen auch kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.